Chillast ist ein Pokémon mit dem Typ Pflanze und existiert seit der vierten Spielgeneration und ist neben Panflam und Plinfa eines der Starter-Pokémon in Pokémon Diamant, Pearl Platin, strahlender Diamant und leuchtende Perle. Chillast ist ein kleines, schildkrötenartiges Pflanzen-Pokémon mit einem braunen Panzer auf dem Rücken, welcher mit einem schwarzen Streifen versehen ist. Sein Körper ist großflächig grün mit kleinen gelben Akzenten an den Augen, dem Kiefer und den Füßen. Auf dem Kopf wächst ein Pflanzensetzling mit grünen Blättern, die es für Attacken wie Rasierblatt oder Blätterschuhen verwendet. Und in seiner Shiny-Form lässt seine sonst hellgrünen Körperbereiche in einem dunkleren Türkis oder Mintgrün erscheinen. Dementsprechend ist das Gelb an seinem Körper bei Shiny-Individuen satter und auch der Braunton seines Panzers nimmt an Sättigung, jedoch auch an Helligkeit zu. Wie gesagt, mit Hilfe des Pflanzensetzlings setzt es Attacken wie Rasierblatt oder Blättersturm ein. Mit Hilfe eines Trainers und der Freundschaft zu diesem kann Chillast auch die Attacke Pflanzensäulen erlernen. In Kämpfen erlaubt diese Attacke Chillast mit anderen Pokémon, die Feuersäulen oder Wassersäulen beherrschen, durch eine Kombination dieser Attacken enormen Schaden anzurichten. In Kombination mit Feuersäulen entsteht ein Flammenfeld und in Kombination mit Wassersäulen ein Moor. Sollte es in diesen Kämpfen bedrängt werden, aktiviert sich seine Fähigkeit Notdünger. Seine Pflanzenattacken sind dann um 50% stärker. Im Kampf kann es seinen harten Panzer zum Schutz verwenden oder den Gegner mit einer Ganzkörperattacke angreifen. Seine versteckte Fähigkeit Panzerhaut hilft dem robusten Winziglob Volltreffer wegzustecken. Chillast lebt hauptsächlich in der Sinnoh-Region und wird neuen Trainern neben Panflam und Plinfa auch als Starter-Pokémon angeboten. Sein Panzer besteht aus lehmigem Erdreich und verhärtet sich bei ausreichender Wasseraufnahme. Bei gesunden Exemplaren fühlt er sich daher feucht und fest an. Chillast lebt von Photosynthese, die sein ganzer Körper betreibt, wenn es sich sonnt. Es benötigt viel Wasser und zeigt sich in freier Wildbahn daher häufig an Seen, wo es genügend trinken kann. Ist es durstig, welkt das Blatt auf seinem Kopf und Chillast setzt keinen Sauerstoff mehr frei. Dabei ist Chillast ein Basis-Pokémon und die Vorentwicklung von Chelkarin, welches sich wiederum zu Chelterra entwickeln kann. Die Entwicklungsreihe verdeutlicht sowohl den Wachstumsprozess eines Baumes als auch den Alterungsprozess einer Schildkröte. Während der Entwicklung zu Chelkarin wächst der Setzling auf Chillasts Kopf zu zwei bruchähnlichen Gewächsen heran. Außerdem bedeckt sein Panzer nun auch den Kopf des Pokémon und weiterhin erhält es drei Krallen an seinen Füßen. In den Spielen der Hauptreihe wird die Entwicklung von Chillast zu Chelkara auf Level 18 und zu Chelterra auf Level 32 ausgelöst. Und mit seinem Typen Pflanze nimmt es halben Schaden gegen Boden, Wasser, Pflanzen und Elektroattacken, doppelten Schaden gegen Flug, Gift, Käfer, Feuer und Eisattacken und der Rest macht normalen Schaden.